Hallo zusammen, ich bin die Lara von Laras Tortenzauber und wir machen heute meine super leckere Schokosahne-Frischkäsecreme zusammen. Ich benutze sie sehr gerne zum Füllen meiner Torten und bekomme immer ganz viele Nachrichten von euch, ob ich die auch mal abfilmen kann. Ja, jetzt kommt das Rezept. Es geht wirklich rucki-zucki und ihr braucht dafür nicht viele Zutaten. Viel Spaß beim Zuschauen. Für die Schokocreme brauchen wir nicht viele Zutaten. Wir starten jetzt mit der Sahne. Die schlagen wir einmal mit der Hälfte vom Sanapart steif. Ihr könntet auch Sahne festnehmen, aber ich persönlich benutze lieber Sanapart, weil es nicht so die Klümpchen gibt. Ich habe bei Sahnefest immer irgendwie Klümpchen drin, habe ich hier nicht. Bekommt ihr eigentlich in jedem großen Discounter und ansonsten auch im Onlineshop von Ready to Cake. Ich verlinke euch das unten in der Infobox mal. Dann brauchen wir Frischkäse. Hier benutze ich am liebsten Philadelphia, weil es einfach richtig schön cremig wird. Und wir brauchen eine Schokocreme. Da könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Ihr könnt nehmen eine Milka-Creme, Nutella, wirklich was ihr möchtet. Ich habe jetzt aber hier heute die Schokocreme von No Sugar Sugar genommen. Das ist eine Schokocreme mit einem natürlichen Zuckerersatz. Genau. Und wir starten direkt. Wir schlagen jetzt die Sahne einmal steif. Wichtig ist, dass die Sahne und auch Frischkäse wirklich komplett gekühlt sind. Und am besten stellt ihr auch eure Küchenmaschine in den Kühlschrank, eure Schüssel und den Schneebesen einmal kurz in den Kühlschrank, damit es wirklich richtig schön kalt ist. Und wir starten auf Stufe 3 von, ich habe 7 Stufen, ich starte auf Stufe 3 und gehe auch nicht komplett bis auf Maximum, damit es nicht gerinnen kann. Ich schlage immer nur auf mittlerer Stufe steif und das geht genauso gut. Also das funktioniert auch relativ schnell. Jetzt lassen wir die Hälfte einrieseln. Ich stelle noch mal kurz runter. So. Ich warte jetzt kurz, bis ich das hier vom Rand verbunden hat, beziehungsweise gehen noch mal kurz schon mal mit dem Spatel hier entlang, dass auch komplett überall Sanapart vom Rand weg ist. So, ich gehe jetzt erstmal auf Stufe 5 und warte jetzt mal eine Minute. Und wichtig ist, dass ihr immer dabei stehen bleibt. Also jetzt nicht weggehen oder sowas, weil die Sahne ist manchmal innerhalb von 10 Sekunden wirklich dann überschlagen und geronnen. Und dann könnt ihr nichts mehr damit machen. Die kann man dann auch nicht mehr retten. Und jetzt gehe ich noch mal eine Stufe höher. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Man sieht jetzt, dass sich hier am Rand überall Bläschen bilden. Und das heißt, dann dauert es nicht mehr lang, bis die Sahne anfängt steif zu werden. Also jetzt sind überall so kleine Bläschen. Sieht jetzt schon mal aus wie so eine flüssige Vanillecreme quasi. Und jetzt dauert es wirklich nicht mehr lange, bis sie steif wird. Ich zeige euch jetzt mal kurz den Zwischenstand. Insgesamt haben wir jetzt 2 Minuten 35 gerührt und es fängt jetzt an, wirklich steif zu werden. Und ab hier müssen wir jetzt wirklich aufpassen, weil jetzt geht es wirklich ratzfatz. Und jetzt ist es erstmal von der Konsistenz her so eine, ja, wie nennt man das denn? Ihr seht, es ist auf jeden Fall noch nicht steif, aber es fängt an, dick zu werden, einzudicken. Ich kratze jetzt nochmal alles kurz hier ab. Und schätze mal jetzt noch so eine halbe Minute und dann sollte es auch schon steif sein. Und ich bleibe jetzt erstmal auf Stufe 6 und gehe nachher auf Stufe 5 runter. So. Jetzt ist es auch schon fertig. Also es hat jetzt noch nicht mal 10 Sekunden gerade gedauert. Alles einmal hier abkratzen. Den Schneebesen könnt ihr einfach wieder drauf tun, weil den brauchen wir jetzt gleich sowieso wieder. Und jetzt ist die Sahne auch schon fertig. Die füllen wir jetzt einmal um. Die brauchen wir ja gleich, die heben wir gleich einmal unter. Ich packe mir das jetzt einfach hier in eine extra Schüssel. Und jetzt fangen wir mit der Schokocreme an.
und vermengen die einfach mit dem Frischkäse. Oder beziehungsweise ich gebe zuerst den Frischkäse rein, weil sonst die Schokocreme klebt natürlich gerne immer unten an der Schüssel fest und der Frischkäse, der verteilt sich da einfach besser. So, einfach alles zusammen reingeben. Und die Schokocreme muss natürlich nicht kalt sein. Ne? Die könnt ihr einfach, also ich packe meine Schokocreme eh nicht in den Kühlschrank. Ich lasse die immer draußen stehen. Nur Frischkäse und Sahne sollten wirklich richtig schön kalt sein. Einmal abkratzen. Und das Ganze vermengen wir jetzt auch mit Sanapart, nur für ein paar Sekunden. Das muss jetzt nicht lange sein. Ich gehe jetzt erstmal auf Stufe 2. Das muss nur wirklich einmal miteinander verbunden werden. Sanapart einrieseln lassen. Da gehe ich jetzt wieder auf Stufe 1, damit das hier nicht so rumfliegt. Ich halte jetzt mal kurz ein bisschen höher, damit sich das aus dem Schneebesen einmal da rausdrückt. Gehe jetzt nochmal hier am Rand entlang. Da ist noch ein bisschen Frischkäse, ein bisschen Sanapart. Einfach einmal kurz vermengen. Und die Creme ist halt wirklich super schnell zubereitet und ich liebe sie als Tortenfüllung. Eine Torte einstreichen würde ich damit jetzt nicht. Könnt ihr generell machen, wenn ihr die Sahne weglasst. Dann nehmt ihr einfach nur eine Schokocreme und den Frischkäse und lasst die Sahne einfach weg und macht noch ein bisschen Backkakao rein. Einfach so auf die Menge. Ich habe jetzt 350 Gramm Frischkäse, 350 Gramm Schokocreme und dann ungefähr 1,5 Esslöffel Backkakao rein. Und dann habt ihr ein schönes Frosting zum Einstreichen. Und hier die Creme ist jetzt eher zum Füllen für eure Torten gedacht. Und die ist wirklich richtig schön lecker. Und ihr braucht gar keine Angst haben, dass man den Frischkäse schmeckt. Mein Mann, der isst gar keinen Frischkäse und er liebt diese Schokocreme. Also der isst die wirklich super gerne. Und man schmeckt davon gar nichts raus. Ich benutze, wie eben schon mal erwähnt, halt am liebsten wirklich Philadelphia, weil der ist wirklich auch schön cremig. Und der hat nicht so einen säuerlichen Geschmack. Manche Frischkäse haben ja so ein bisschen säuerlichen Geschmack, aber da merkt ihr das wirklich überhaupt nicht. So, einmal kurz. Und jetzt heben wir einfach die Sahne kurz mit dem Teigspatel unter. Einfach immer so, wie beim Macaron falten quasi. Und die Creme ist auch eigentlich sofort einsatzbereit. Ihr könntet die natürlich jetzt auch noch mal kühlen. Ihr könnt die auch vorbereiten. Also wenn ihr jetzt heute Abend eine Torte füllen möchtet, könnt ihr die auch morgens schon machen. Einfach abgedeckt in den Kühlschrank stellen. Da passiert nichts. Einfrieren würde ich sie nicht, weil da Sahne und vor allen Dingen halt auch Sahne fest oder Sanapart drin ist. Da friere ich die Cremes generell nicht gerne mit ein. Aber und die Haltbarkeit würde ich sagen, ist mit Sicherheit 3 Tage. Also wenn ihr eine Torte damit füllt, 3 Tage sind kein Problem. Da braucht ihr keine Angst haben, da passiert nichts. Ja, alles vom Rand abkratzen. Und schon sind wir fertig. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare rein, welche Creme für so eine Tortenfüllung eure Lieblingscreme ist. Ob ihr lieber Nutella habt, ob ihr auch auf irgendwelche Alternativen zurückgreift. Die Creme verlinke ich euch übrigens auch unten nochmal in der Infobox. Und ich habe da auch noch einen Rabattcode für euch. Und es gibt ja auch noch, wie heißt das andere? Ovomaltine? Oder was gibt es denn noch? Milka gibt es noch. Ich sehe schon, hier sind die Experten am Werk. Google regelt. Schreibt auch gerne mal rein, was eure Lieblingscremes sind. Und probiert die unbedingt mal aus. Es lohnt sich wirklich. Die ist richtig lecker. Und vor allen Dingen richtig schön geschmeidig. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Die ist natürlich jetzt nicht gekühlt. Wenn wir die jetzt einfach mal eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen, wird die noch fester. Und ihr könnt auch höhere Torten damit füllen. Ich mache natürlich immer meinen Buttercreme-Ring drumherum. Obwohl meine Nutella-Torte, die ich mal gemacht habe, die ist auch komplett ohne Ring. Das hat auch geklappt. Ja. Und genau, ich würde sagen, das war's schon wieder für heute. Ein blitzschnelles Rezept. Nusbli, ja, jetzt fällt es mir gerade ein. Obwohl, ich weiß nicht,
Ja, doch, geht bestimmt auch. Nusspli ist ja eher so ein bisschen Mandelgeschmack, oder? Nee, es gibt Nusspli und Bellmandel von Nusspli, oder? Ist ja auch egal. Jetzt hast du mich rausgebracht. Wo war ich jetzt dran? An der Verabschiedung? Genau, es ist auf jeden Fall wieder ein blitzschnelles Rezept und probiert es unbedingt aus. Es lohnt sich wirklich und es schmeckt richtig gut. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und folgt mir unbedingt bei Instagram. Und wenn ihr irgendetwas von mir ausprobiert oder nachbackt, dann verlinkt mich auf jeden Fall, damit ich auch alles sehe, was ihr macht. Und ja, ich möchte mich noch ganz herzlich beim lieben Thorsten von Küchenplanung Clemens in Hennef bedanken. Ich durfte heute wieder in einer von seinen wunderschönen Küchen hier backen. Und ja, wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder, Lieben. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Möchte jemand probieren? Heute ist die Susi da, die immer für meine schönen Haare verantwortlich ist. Und ja, Susi, du darfst jetzt heute einmal probieren an meiner Schoko-Sahne-Frischkäse-Creme. Ich mache nicht so viel drauf, ich möchte nicht, dass du dich versaust. Oh, danke. Und? Oh mein Gott. Nee, wirklich. Soll ich auflecken? Schmeckt man das, dass es jetzt keine Nutella ist, sondern dass es ein Zuckerersatz ist? Hier? Nein, oder? Besser. Tatsächlich. Also Freunde, ich verlinke euch die Creme unten in der Infobox. Und wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen möchtet, dann könnt ihr wo klicken? Einmal oben links und unten links. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Danke. Bis ganz bald, ihr Lieben. Ciao, ciao. Und was stimmt? Oh mein Gott, ja. Ich habe gefühlt innere Kesselhitze. Der schmeckt wirklich geil.